immer. So, sind wir online? Kann das jemand mal kontrollieren auf irgendeinem Mobiltelefon? Toni, guck mal, ob wir uns sind. Eigentlich müssen wir live sein. Sieht alles gut aus. Ich switch mal zur Grillcam um. Siehst du den Chat irgendwo? Nee, ich sehe noch keinen Chat. Wo sieht man den überhaupt? Der ist irgendwie, nachdem wir es zurückgesetzt haben, auch nicht da. Nein. Wir müssen gleich dazu sagen, wir hatten technische Probleme, das war ja auch nicht klar, das habe ich ja gestern bei Insta schon gesagt. Und haben jetzt eine verbleibende Akkuzeit von 25%, wie viel Zeit wir haben, weiß ich jetzt gar nicht. So. Wir sind echt online, krass. Jetzt haben wir ein Delay drin. So, drei Leute drin. Das ist ja normal. Aber die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den Chat rein? Ja, das ist die Frage. Wir mussten gerade OBS zurücksetzen, weil das überhaupt keine Quelle mehr erkannt hat und haben leider alles glatt gebügelt, sodass uns der Chat fehlt. Letztes Mal war der Chat vorhanden, aber man konnte nichts sehen, weil die Internetverbindung so schlecht war. Hier ist es top gerade. Sehen wir wieder keinen Chat. Ich würde ja gerne mal sehen, was die Leute so schreiben. Tja, das muss doch irgendwo zu finden. Wir lassen mal den Weg, der Weg ist da. Ich bin weg. Ich muss doch den Grill. Also ich kann ja, deinen Grill kann ich ja super kontrollieren über meine Grillcam. Ich habe alles im Auge. Die müssen jetzt auf jeden Fall erstmal. Das ist alles super. Also. Deswegen, also man sitzt ja hier mit dem ganzen Equipment so in so einer abgeranzten Bude. Hier kamen schon Leute vorbei mit solchen Augen. So. Was macht ihr da? Und wir so, ja, wir wollen mal live gehen. Aber dieses Mal live gehen mit dem ganzen Equipment, mit einem Laptop hier und so, das ist doch nicht so einfach. Toni kommt schon wieder, als ob er was rausgefressen hätte. Ja. Nein, ich bin nur gefressen. Ach, der hat Hunger, ja. Will das was auf dem. Aber das heute, die Qualität der Grillcam ist noch nicht so cool. Ist eine alte Webcam, ich habe schon neue bestellt. Beim nächsten Mal machen wir das dann anders. Aber man kann ja erstmal damit arbeiten. Ne? Also auch durch das Gegenlicht wahrscheinlich. Tja, die Frage ist jetzt echt: Wie kriegen wir den Chat wieder in OBS? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen gleich mal übernehmen. Ach, ich bin bescheuert. Der Chat wird doch gar nicht in OBS angezeigt. Ja, doch, ich meine auch, dass das letzte Mal so war, aber man kann natürlich auch so sehen. Ey, cool. Jetzt sehe ich den Chat. Mensch. Aber wir steigern uns wieder. Wir werden immer besser, ne? So, wer ist denn alles da? Moin, Lothar Hamburg. Moin, moin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Lisette, sei gegrüßt. Also, Lisette schreibt, hey, ihr beide, wir sind aber zu vierte. Also, die trauen sich nicht vor die Kamera. Da sitzt niemand. Hört ihr sie? Nein. Wie haben wir denn noch? Hallo Jochen, schönen Sonntag zurück. Toni ist online. Alter, Toni guckt uns. Toni, sei gegrüßt, Alter. Oh, was ist hier los? Das ist ja hier. Toni grüßt sich selbst. Das ist, ja, das ist halt alles technisch. Das ist hier eine Greenscreen im Hintergrund. Ich kann Toni einfach so einbinden. Nicht aber wie so ein Kampfbär oder so. So ist das? Ja, das die Kampfbär. Grillkampfbär. Kampfbär. Blaze TV, grüße. Ey, das hat hier vor einer Weile noch frisch geregnet. Richtig krass. Jetzt blauer Himmel. Dieses Wetter macht mich fertig in letzter Zeit. So sehe ich auch aus, Ringe bis 5 Uhr. Ja, Lisa, bis wann kannst du ja nur den Weg und mich. Ja. Aber. Sind ja noch mehr Leute dabei. So, ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht, wie lange der Akku hier noch mitmacht. Wir sind auf 60% runter. Ich bin ja froh, dass es jetzt erstmal sauber läuft. Wir haben hier eine richtig schöne, stabile 4G-Verbindung. Da hinten sind irgendwelche Leute, die irgendwelchen Krach machen. Ich guck noch mal. Sprayer hier zu sein. Ja, das riecht nach Spray gerade. Ich gucke nochmal auf die Grillcam. Na, wie sieht's aus? Da waren noch gerade lauter fertige Würstchen.
Die hat das schon alles aufgegessen. Hat er alle schon aufgegessen? Das ist doch gar nicht. Der Toni mampft schon. Nee, das sieht man nicht. Ich habe ja einen Hund, die kennen direkt auf den Grill gerichtet. Warte, jetzt müssen wir, Toni wieder einblenden. Moment, wir müssen switchen von der Grillcam. Jetzt schmackt sie mir ins Ohr. Mm. Ey, ich will auch was mampfen. Die mampfen ja alle ohne mich. Was haben wir denn noch? Mukla. Jetzt habe ich fast Place gewesen. Peace mag ich. Peace. Na, wer weiß, wo wir hier sind. Viele kennen ja diesen Place. Man merkt es auch, hier ist reger Betrieb, was uns eigentlich nervt. Aber das kann man leider nicht mehr verhindern. Wohin waren hier ganze Scharen von Familien? Familien, singende Kinder. Ich muss die Cam noch ein bisschen runterstellen. So, ist besser. Sieht man zwar meine fette Wampe ein bisschen mehr? Einziehen. Ja, das schwarze T-Shirt kaschiert schön. Warte, wir müssen nochmal auf die Grillcam schalten. Was liegt denn da drauf? Was ist das? Das kommt ja. Käse. Ach, Käse. Ich dachte so, ist das irgendwie veganes Fleisch oder was ist das da? Bitte? Bitte? Das ist ja ekelhaft. So. Was machen die denn da? Ach, die da. Was machen die da? Was soll denn ist das? Das fragen die sich bei uns bestimmt auch. Okay, ich rieche es bei, ja, wenn man das verspielt, aber wieso muss man die ganze Zeit Geräusche verursachen? Und gerade wenn wir hier live sind, das ist ja wirklich gut. Oh, es geht ja schon mit dem Chat weiter. Wann kommt das neue Video? Ich habe es vorhin schon in der Insta-Story gezeigt. Vodafone hat einen Komplettausfall. Ich hätte es jetzt in der Zeit, wo wir uns hier befinden, hochladen müssen. Das ist immer eine ganz schöne Datenmenge. Kann ich nicht, also kommt es leider morgen nicht. Ich darf man das sagen, kotzt mich tierisch an. Es kommt dann nächsten Sonntag um 11, wie immer. Wir wollten es ja heute 18 Uhr rausbringen. Geht leider nicht, tut mir leid. Ist ein schönes Ding. Also, wer die Insta-Stories verfolgt hatte, weiß ja, dass es da um diese riesige Schule mit diesen riesigen Seelen geht. Also, wir sind echt vom Glauben abgefallen, wo wir da drin standen, so vom Zustand her, der Hammer. Nein, Jochen B. will wieder gehen. Er ist Vegetarier. Wir switchen um. Wir essen was Pflanzliches. Bitte bleib. Den Käse kann er doch essen. Vegetarier essen, meinem Essen das Essen wird. Da ist was dran. Wartet mal, wir switchen nochmal auf die Griechen. Deswegen, ich dachte ja, das ist irgendwas Vegetarisches, irgendwie so Tofu-Fleisch. Ja, ist es ja mehr oder weniger. Also, ja, stimmt. Käse geht, glaube ich, als vegetarisch. Veganer essen gar nichts, was Fleisch, aus Tieren kommt. Das stimmt. Was aus Tieren kommt. Was aus Tieren kommt. Was rauskommt aus dem Körper. Der Toni schreibt, das ist alles Tofu. Ja, genau. Ah. Der hat ja den Blick auf den Grill. Also auf die Wurst und so alles pflanzlich. Ja, ich hoffe, du hast Vegetarier gemeint, hatten wir doch auch so verstanden. Alles gut. Das macht eigentlich mein Hotspot. Hat ja noch jemand Strom? Hotspot? So, haben wir genug Strom. Volles Brett 4G. So muss das sein. Nee, der Plan ist ja eigentlich, das ist ja heute auch mehr oder weniger so der zweite Test. Ich bin jetzt echt happy, dass das funktioniert. Dass wir eben auf dem Place mehrere Kameras benutzen, nicht nur eine Grillcam, sondern noch eine andere Kamera, die dann das gesamte Ding mal so zeigen. Mal vielleicht eine aus der Totale und noch eine, die vielleicht aus dem Fenster gerichtet ist, dass man ein bisschen was vom Gelände sieht. Eine auf meine hässliche Wenigkeit. Dann können wir auch noch, eigentlich können wir auch noch eine Bibi-Cam machen. Nein. Die sieht man ja nicht. Du musst doch mal. Ich muss gar nichts. Könntest du Hallo sagen zu den Zuschauern? Die möchte nicht. Doch, ich war gerade dabei aufzustehen. Ich war gerade dabei aufzustehen. Danny ist online. Danny, Grüße nach Rostock. Moin. Ja, Danny. Andreas ist online. Hallo Andreas, ja, eine Grillcam, genau. Warte, ich switche nochmal auf die Grillcam.
Da können wir die Milch immer schön auf die Finger gucken. Ja, dass du das auch richtig macht. Nein. Das ist aber normal. Ha? Das ist aber normal. Ja, Toni guckt das gerade live nebenbei und das kommt halt echt mit einem Riesenversatz dann. Das ist halt einfach so. Was soll's? Alter, wie sieht meine Frise aus hier? Kann das nicht mal jemand sagen? Ganz normal. Ganz normal, so, so hässlich wie immer. Gibt es hier auch ein Bier? Nein. Nee, Bier gibt's nicht. Hier ist nur vegan und selber. Stilles Wasser, Entschuldigung. Ich dachte, das Bier alle mal. Das Wasser. Gibt's sowas? Ich hätte gerne eine Selters. Gibt's du was? Soll ich dir eine Selters geben? Hast du eine Selter da? Nicht nur eine Cola, aber ich habe mein Auto vergessen. Extra Eco. Extra Eco an der Tanke für 2 Euro und den. Oh, da steht, der Akku stimmt, ist niedrig. Ich könnte jetzt einfach nur machen, bis der Akku dann irgendwann versagt. Oh, danke. Das ist ja ein Service hier. Oh, machst du mir die Flasche auf? Das ist aber ja, würden Sie bitte die Flasche noch öffnen? Danke. Das ist ja die Höhe. Meine Lordschaft dankt. Das Wasser muss eingeflößt werden. Genau, könnten Sie mir das bitte noch einflößen? Deswegen stellt sich so hin, so. Nee, ich mache das gerade vor, warte, ich zeige es euch. Quasi so mit so einem Tuch drum und dann. Oder so, dann so. So trinkt es sich gleich viel angenehmer und es schmeckt viel wohliger. Oh Gott, sind wir bescheuert. Wenn wir das wirklich machen, würde es bestimmt im So, ich lass mir das jetzt mal hinten fliegen. Du brauchst eine Schnabel. Zahn abgebrochen. Das wird wieder ganz gut. Jo, nö, eigentlich nicht. Doch. Aber für irgendeinen frechen Spruch kriege ich nachher wieder eine Schelle, wenn wir im Auto sind. Mhm. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Die hast du dir auch total verdient. Gerade weil du nichts gemacht hast. Ja, das ist es ja, weil du nichts machst. Wenn du nichts ist echt. Wartet, die Grillcam zeigt Fortschritte. Kann man das erkennen? Die Toaste werden immer toastiger, brauner. Ich habe den Chat ganz vergessen. Hat man auch Fortschritte sowas? Nein. Andreas schreibt nicht, dass da die ein oder andere Wurst verschwindet. Und das kann passieren. SGH, SGH schreibt, hab Hunger, nicht zu viel Grill zeigen. Na gut. Doch, zeig mehr Grill. Ich hab grad geswitcht. Zeig mehr Grill. Mehr Grill, Grill. Schade, schade, dass die Kamera keinen Zoom hat. Zeig mir unser Grillgemüse. Ja, ich hätte endlos ins Grillmenü Gemüse gezoomt. Andreas, der. Was der? Ich habe nichts gemacht, Junge. Ja, genau. Der bin ich. Ja, mal gucken. Gleich müsste die Verbindung abbrechen. Der Akku ist ja ziemlich leer. Aber wie gesagt. Ich bin erstmal happy, das Setup funktioniert. Wir haben wieder viel dazugelernt und können das jetzt ausbauen. Ich hatte es eigentlich noch geiler vorbereitet. Ja, ihr seht ja hier unten mein Miniaturbild quasi. Da hatte ich noch einen Rahmen drum gebaut. Ist nur blöd, wenn man das auf einer externen Festplatte abspeichert und die nicht mitnimmt. Da fehlt der Rahmen natürlich. Und ja, passiert. Verbindung ist echt der Hammer, die ist ja fast wie zu Hause. Ach gut, das ist echt geil und es läuft lückenlos, ne? Auch bei dir. Der träumt schon wieder. Was denn? Nee, guck da. Ich muss hier im Chat antworten. Achso, du musst im Chat antworten. Aber die Verbindung läuft, ne? Also es bricht nichts ab. Beim letzten Mal war ja, ging es ja nur. Ist alles schick? Toni schreibt, die Loka war auch anders geplant. Und SGH schreibt, ihr seid gemein. Ja, eigentlich, das ist gemeines. Warte, warte. Ich kann aber jetzt zum Grill switchen, weil. Der ist jetzt leer. Geht das so? Ja, warte. Hast du noch auf Grill? Das ist gemein. Aber das ist typisch der Milch. Das duftet. Der Milch ist gemeiner, als man denkt. So, da sind denn jetzt. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Jochen schreibt vielleicht ein bisschen Farbe und Tapete. Nee, aber das nimmt doch den Stamm. Da drüben ist eigentlich ein coolerer Raum. Da wollten wir uns eigentlich vor so alte so Schaltschränke setzen, aber da zieht es und da regnet es durch. Und das hat vorhin extrem hochartig geregnet. Und da haben wir gesagt, nee, wir gehen hierher, hier geht's. Ja.
Es ist halt ein altes Heizhaus. Jetzt läuft es doch noch eine ganze Weile länger hin. Als vermutet.